Wenn man über Premium-SUVs spricht, dann gibt es eine Marke, an der kommt man nicht vorbei. Und die heißt Land Rover bzw. Range Rover. Doch was der Marke bisher fehlte, war ein Midsize-SUV. Das gibt's aber jetzt, das heißt Range Rover Velar. Wie es sich fährt, was es kann, schauen wir uns jetzt an. Wenn man sich den Range Rover Velar von vorne anschaut, dann fällt sofort diese sehr bullige, sehr kraftvolle Front auf. Und ganz wichtig hier sind die Scheinwerfer, denn das sind LED-Scheinwerfer und das sind die flachsten LED-Scheinwerfer, die Land Rover jemals in einem Fahrzeug verbaut hat. Wenn man zur Seite geht, dann sieht man sofort, wir haben eine sehr lange Motorhaube und ein sehr weit nach hinten verschobenes Glashaus. Das macht das Auto extrem dynamisch von der Seite und ganz wichtig sind hier auch die Alufelgen, denn die gibt es bis zu 22 Zoll. Wenn wir ans Heck gehen, dann finden wir auch dort LED-Rückleuchten und dort gibt es auch den dynamischen Blinker, das ist jetzt ebenfalls neu. Was mir am Heck besonders gefällt, das sieht extrem kraftvoll und sehr breit aus und das unterstützen natürlich auch die beiden großen Auspuffauslässe. Das Interieur des Range Rover Velar kann man einfach nur als schön bezeichnen. Der Wagen macht einen unglaublich guten Eindruck, fühlt sich toll an. Und alles, was man hier anfasst, alles, was man sich anschaut, da sieht man einfach, dass sich jemand wirklich Mühe gegeben hat. Es ist einfach nur sehr schön. Außerdem ist er jetzt vollgepackt mit viel neuer Technik. Wir haben hier nicht nur ein voll digitales Cockpit mit einem 12-Zoll-Monitor, sondern wir haben vor allen Dingen mit an Bord das neue Infotainment-System und das heißt Touch Pro Duo und das hat jetzt hier in der Mittelkonsole zwei 10 Zoll große Touchscreens, über die eigentlich das komplette Auto gesteuert wird. Schön dabei ist, der obere Touchscreen ist leicht neigbar und zwar so, wie ich es gerade brauche, das kann man verstellen. Der untere ersetzt im Grunde genommen die kompletten Schalter und Tasten, die wir sonst vorher kennen. Selbst das Wählen des Fahrmodus wird jetzt über dieses Touchpad hier unten ausgeführt und man muss sagen, das funktioniert intuitiv und es sieht einfach nur großartig aus. Eine weitere schöne und zugleich optisch sehr ansprechende Neuerung bietet das Lenkrad des Velar. Es wurde mit Sensortasten ausgerüstet, die situationsabhängige Auswahloptionen bieten und zudem für verschiedene Funktionen programmiert werden können. Für den Velar bietet Land Rover 6 unterschiedliche Motoren an. Davon sind 4 2-Liter Motoren und zwar Vierzylinder. Das sind zur Hälfte Diesel, zur Hälfte Benziner. Bei den Dieseln gibt es Leistungen zwischen 180 bzw. dann 240 PS. Bei den Benziner, die leisten entweder 250 oder 300 PS. Dann gibt es noch 2 Sechszylinder-Aggregate, jeweils auch wieder ein Diesel, ein Benziner. Der Diesel leistet 300 PS, der Benziner 380. Alle Fahrzeuge kommen mit der 8-Gang-Automatik serienmäßig und natürlich gibt es für alle Fahrzeuge auch Allradantrieb. Unser Testwagen hat den 3-Liter Diesel V6 an Bord mit 300 PS und 700 Newtonmetern Drehmoment. Und der ist halt wie bei allen Fahrzeugen auch hier kombiniert mit Allradantrieb und der 8-stufigen Automatik. Und damit fährt das Auto auf der Straße wirklich großartig. Man kann auch hier wieder unterschiedliche Fahrmodi wählen, aber es ist eigentlich beim normalen Fahren überhaupt nicht nötig. Der Wagen hat so viel Kraft und läuft trotzdem so ruhig und geschmeidig. Es macht richtig Spaß. Man merkt eigentlich nur ein bisschen auf der Bremse, dass man doch mit einem recht großen und schweren Fahrzeug unterwegs ist. Ansonsten fährt er sich wirklich toll. Was man hier noch sagen muss, was wirklich auffällt, ist, wenn man jetzt von der Straße runtergeht und mit diesem Auto ins Gelände fährt, was man vielleicht nicht immer tut, wird, wenn man sich einfach nicht traut, allein schon wegen der großen Felgen und den teuren Reifen. Aber dennoch, wenn man ins Gelände fährt, dann findet man einen echten Land Rover. Der Wagen kann wirklich alles im Gelände. Hier mit an Bord ist das sogenannte Terrain Response System. Das heißt, das Auto passt sich wirklich dem Untergrund an und bietet im Gelände all das, was man von einem Land Rover erwarten würde, aber aufgrund der Optik des Autos wirklich überrascht. Der 4,80 Meter lange und 2,14 Meter breite Velar bringt sehr gute Voraussetzungen auch für den Offroad-Einsatz mit. Mit einer Bodenfreiheit von bis zu über 25 cm und einer maximalen Wartiefe von 65 cm meistert das SUV sowohl härteres Gelände wie auch Wasserdurchfahrten problemlos. Das Platzangebot hier im Fahrzeug, muss ich sagen, finde ich als Fahrer und auch für den Beifahrer sehr ordentlich. Ich mit meinen fast 2 Metern sitze absolut perfekt, sehr bequem im Auto, habe alles genau da, wo ich es brauche und kann das Auto wirklich genauso bewegen, wie ich möchte.
Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, hinter mir ist nicht ganz so viel Platz. Man kann hinter mir sitzen, selbst ich kann noch hinter mir sitzen, aber da wird es dann schon ein bisschen eng. Wenn jedoch vorne normaler Fahrer sitzt, hat man auf jeden Fall mehr als genug Platz. Was mich überrascht hat, ist, dass die Sitzhöhe, also die Kopffreiheit hinten, wirklich mehr als ausreichend ist. Da habe sogar ich noch Platz, obwohl hier ein Panoramadach eingebaut ist. Das war schon sehr überraschend. Auch beim Kofferraumvolumen bietet der Velar wirklich vernünftige Maße. Wir haben hier bei normaler Sitzstellung 673 Liter. Und wenn wir die Rückbank umklappen, dann wächst das Ganze an auf 1731 Liter. Und das ist, wenn ich mich nicht täusche, sogar Benchmark im Segment. Das war unser Test mit dem neuen Range Rover Velar. Was ich für mich ganz klar festhalten muss, ich finde es unglaublich schön, was Land Rover hier auf die Straße gestellt hat. Denn wir finden ein Auto, das extrem dynamisch aussieht, sich auf der Straße super fährt, aber trotzdem all die Offroad-Eigenschaften mitbringt, die man von einem Land Rover oder Range Rover erwartet. Der Wagen steht quasi im Portfolio neben seinem Bruder, dem F-Pace, aber die beiden Autos tun sich nicht weh, denn der F-Pace ist ganz klar eher das Straßenauto, während der Velar eben noch ein bisschen, sagen wir, konservativer irgendwie daherkommt und vor allen Dingen einfach nochmal diese Offroad-Eigenschaften des Range Rovers oder Land Rovers mit sich bringt. Für mich ein ganz großer Wurf, vor allen Dingen bezogen auf das Exterieur und auch das Interieurdesign.